Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um die Seite 26. Den Katalog könnt ihr unten downloaden und auf dieser Seite sind diese zwei Geräte drauf. Das ist ein Tiefkühlschrank. Hat das Format wie der 46F, das heißt, man könnte unten den Tiefkühlschrank machen und oben dran einen Kühlschrank. Ist nur 38 breit. Wir haben das Produkt, weil wir es haben, aber es ist eigentlich zu wenig zum Aufgeben und zu viel Auftrag zum Einstellen. Auf der anderen Seite haben wir den GS30. Der GS30, der hat 52,5 breit, 55 tief. Das ist ein Tiefkühlschrank, der genau gleich breit und tief ist wie der 106F. Das ist ein Kühlschrank ohne Tiefkühler. Jetzt kann ich unten den Tiefkühler machen, das ist überhaupt kein Problem. Und obendrauf kann ich zum Beispiel den Kühlschrank stellen. Und somit habe ich einen Tiefkühler mit Kühlschrank. Oder umgekehrt. Und ich habe dann zwei Kompressoren, zwei Kühlaggregate oder man sagt auch, ich habe dann einen Kühlschrank mit zwei Kühlmaschinen. Aber ehrlich gesagt, es sind zwei separate Kühlgeräte. Der eine läuft als Kühlschrank und der andere läuft als Tiefkühler. Standard liefern wir aus das Gerät so obendrauf mit einem mechanischen Thermostaten. Der ist dann lose, den muss man so irgendwo einbauen und hier kann ich zwischen Minimum, Maximum, zwischen minus 10 Grad bis etwa minus 25 Grad regulieren und ich habe eine Standardkühlmaschine BD35, was nicht unbedingt die tolle Tiefkühlmaschine ist, aber für dieses Volumen als Tiefkühler reicht es. Nur, ich kann damit nicht Masse einfrieren. Es ist dann wirklich ein... Es geht. Ist okay. Der Preis stimmt. Nicht diskutieren. Weil wir haben ja bei dem Kühlschrank verschiedene Optionen. Ich habe hier den gleichen Tiefkühlschrank, aber der hat oben dran eine BD80 Kühlmaschine, Kompressor, das ist etwa ein dreimal stärkerer Kompressor, vor allem im tiefen Bereich, weil er hat auch ein anderes Kältemittel, ein Tiefkühlkältemittel, wie der BD35, der da hinten steht. Er läuft schneller, hat einfach mehr Kühlleistung. Und ich habe statt 500, 800 Gramm Gefrierleistung am Tag, habe ich hier bis zu 7 Kilo am Tag. Dann weiter habe ich hier einen Digitalthermostaten. Das ist einfach ein Thermostat. Hier kann ich einstellen von plus 50 bis minus 50 Grad, obwohl das Gerät nur so bis minus 30 Grad geht. Aber ich kann natürlich den Kühlschrank dann hier auch, den Tiefkühler auch als Kühlschrank verwenden. Das heißt, ich habe zum Beispiel diesen Tiefkühlschrank. Obendrauf habe ich einen Kühlschrank oder umgekehrt. Das spielt ja gar keine Rolle, weil es sind zwei separate Geräte. Und jetzt gehe ich nur kurz am Wochenende fort. Dann muss ich ja nicht den großen Tiefkühler laufen lassen. Dann kann ich den hier als Kühlschrank betreiben. Und somit habe ich hier einen kleinen Kühlschrank, der sehr wenig Strom braucht. Weil er dick isoliert ist, er ist gebaut als Tiefkühlschrank. Weiter gibt es natürlich andere Optionen, wie zum Beispiel, ihr seht jetzt hier das Kühlaggregat, das ist separat, das hat keine Kälteleitung. Das hat hier zum Beispiel Kupplungen dran. Und hier auf der Leitung hat es auch Kupplungen dran. Also das heißt, wenn ich das Aggregat hier nebendran stellen will
Und ich kann hier nicht ein Loch durchmachen, wo ich das ganze Aggregat durchschieben kann, weil zum Beispiel das eine stabile Schottwand ist in einem Boot drin. Dann kann ich hier mit diesen Kupplungen durchfahren, verschrauben und der Kühlschrank oder der Tiefkühlschrank ist einsatzbereit. Die einen sagen, ja, ich will damit in die Backskiste fahren. Die 1,5 Meter Leitung, die hier zu wenig sind, da muss ich 2 Meter haben, 3 Meter haben. Das ist überhaupt kein Problem. Letzten hatten wir zwar eine Anfrage von einem, der baut sich ein eigenes Wohnmobil, alles Mögliche, und der will dann 12 Meter Leitung. Da frage ich mich dann, ist die Planung da wirklich richtig? Wir bauen das mit 12 Meter Leitung, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Richtung ist nicht ganz die, die sein sollte. Schon, wir haben keine Kältemittel, keine Leitungsverluste, aber der redet dann noch von flexiblen, hochbeweglichen Teilen und er will vom Aufbau in dem Maschinenhaus fahren. Da muss man dann sagen, überlegt eure Bauart vom Wohnmobil. Aber 3 Meter Leitung, 4 Meter Leitung, 5, 6, 7 Meter Leitung ist überhaupt kein Thema. Aber bis ab 10 Meter wird es langsam schwierig, weil die Kältemittelmenge muss dann auf die Leitungslänge, auf die Verlegung der Leitungslänge angepasst werden. Ja, das ist dieser Tiefkühlschrank mit Kupplungen, mit einer verstärkten Maschine, mit Digitalthermostat. Das findet ihr, ihr könnt den Katalog downloaden oder ich habe euch einen Link auf die Homepage in den Shop rein. Da findet ihr diese Komponenten und eben dieses Gerät in Verbindung mit dem Kühlschrank ist an sich für Offroad oder Boote ganz eine gute Lösung. Wir haben hier den Standardpreis, das Gerät ist teuer. Das ist noch viel teurer, weil hier noch diese Optionen von den verstärkten Kühlmaschinen draufkommen. Wir sehen hier den Katalog, also die ganzen Optionen, Tiefkühler, also verstärkter Kompressor, Vorrangschaltung, Digitalthermostat, Kupplungen, längere Leitung und wir haben noch einen Aggregatbefestigungswinkel. Der Kompressor, der muss so auf diesen 4 Gummifüßen stehen und natürlich darf der nicht zum Beispiel so an die Wand geschraubt werden, hatte ich schon. Dann kriegt er kein Öl mehr und die Lebensdauer ist dann sehr eingeschränkt. Von dem her, wenn man das Aggregat an die Wand montieren will, gibt es dazu einen Winkel aus Chromstahl. Dann hier oben verlinke ich euch die Kombination zwischen diesem Kühlschrank, Tiefkühlschrank und dem reinen Kühlschrank. Und hier unten geht es dann weiter zu der nächsten Seite. Da stelle ich euch die noch größeren Tiefkühlschränke vor. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.